Jeder zweite Haushalt in Deutschland besitzt einen Wäschetrockner. Nicht selten sind sie täglich in Gebrauch. Unterschätzt wird die Gefahr, die von derartigen Elektro-Großgeräten ausgehen kann. Wir sehen hier einen Brandversuch, wo wir einen Wäschetrockner entzünden, um einfach mal auch Erfahrung zu sammeln, wie so ein Gerät brennt. Wir haben die also recht häufig als Untersuchungsobjekte bei uns im IFS. Typische Ursachen sind Kurzschlüsse im Gerät, die durch die Feuchtigkeit, durch die Erschütterung, durch Wärmewirkung verursacht werden. Und wir haben hier durch den Versuch halt die Erfahrung, dass wir uns die Brandausbreitung und die Geschwindigkeit eben auch verdeutlichen können. Wohnungsbränden sind die entstehenden hochgiftigen Rauchgase mit das Gefährlichste. In wenigen Minuten ist der gesamte Brandraum mit Rauch ausgefüllt. Ein solcher Raum sollte auf keinen Fall mehr betreten werden. Wir sehen hier den typischen Zustand nach einem Brand, wo es im Prinzip darum geht, einfach festzustellen, wo ist es entstanden, wo kann man das ein bisschen weiter lokalisieren von der Größenordnung, um dann zu sehen, gibt es dort Geräte, Komponenten, die den Brand verursacht haben. Wie fatal die Folgen eines Brandschadens sein können, das sieht man hier auch sehr eindrucksvoll. Die Flammen sind sofort übergeschlagen hier auf die Wand, auf die Tapete, hat die Kabel hier verbrannt. Und in der Ecke sieht man sogar, wie der Putz schon abgeplatzt ist durch die Hitzeentwicklung. Ja, und dann kommt es zu Schäden im gesamten Haus. Alles voller Ruß, alles voller Schmauchspuren. Dann noch dazu das Löschwasser der Feuerwehr. Und da haben wir es mit einem sehr extremen Schadenbeispiel zu tun. Etwa 200.000 Wohnungsbrände gibt es in jedem Jahr. Davon entstehen 60% nachts. Häufigste Ursache sind Elektrogeräte. Das zeigt die Ursachenstatistik des Instituts für Schadenverhütung. Wäschetrockner sind in dieser Statistik als Brandverursacher führend. Es ist sehr wichtig, dass der Kunde uns rechtzeitig sehr schnell den Schaden meldet, damit wir von der Versicherung aus die Schadenabwicklung mit dem Kunden übernehmen können. Aus zweierlei Gesichtspunkten. Einmal organisieren wir die Schadenursachenermittlung. Wir müssen einfach wissen, wodurch ist der Brand entstanden, um die Entscheidung treffen zu können, ob der Schaden versichert ist oder nicht. Und dann schicken wir einen Sachverständigen vorbei, der sich dann um alles kümmert. Manche Großschäden, die wir gemeldet bekommen haben, da sind teilweise Häuser abgebrannt und Schäden bis zu 250.000, 300.000 Euro entstanden. Und auch da ist es wichtig, dass wir uns von der Versicherung um den Kunden kümmern, weil nicht nur die finanziellen Folgen da sind, sondern auch die Menschen sehr, sehr betroffen und belastet sind durch den Schaden. Ja, und dann wickeln wir das gemeinsam ab, sodass der Kunde sich um sehr wenig kümmern muss und wir dafür da sind. Nicht selten geht der Brand von Billigprodukten aus. Systematische Auswertungen von Schäden durch das IFS führten auch schon zum Rückruf durch den Gerätehersteller. Jeder kann selbst Vorsorge treffen. Wichtig ist eben, dass man das Gerät nicht alleine lässt, sondern dass man das nicht unbeaufsichtigt betreibt. Und Rauchmelder sind auch immer ein wichtiger Hinweis, dass man eben über den Rauchmelder auf den Brand aufmerksam gemacht wird und dann eben auch schnell noch reagieren kann als Verbraucher.